Hut ab, also allerhöchsten Respekt an die Arbeit generell, auch an unser gesamtes Mechanikerteam. Es ist nicht ohne Grund, dass ich nicht unten in der Werkstatt bin, mit zwei linken Händen gefühlt. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder guten Tag. Wir starten hier die Nachtschicht, gewissermaßen. Also nicht ganz. Wir haben noch ein bisschen was vorzubereiten, Rennwagen testen und so. Das heißt, im Hintergrund wird geschraubt und kann gut sein, dass man das eine oder andere Montagegeräusch, Bearbeitungsgeräusch hört. Aber das soll uns nicht davon abhalten. Jo, wir haben ein paar Fragen. Dann bitte sehr. Jo, TomTom fragt. Guten Tag, SPS. Erste Frage. Wenn im Shop eingeloggt und Produkte, die nicht sofort lieferbar sind, auf Merken setzt, bekommt man dann eine Info, wenn wieder verfügbar? Nein, das ist nur für einen eigenen Account, dass wenn du dir was angeschaut hast und das hat dich interessiert, du willst das nicht verlieren, dann kannst du es dir auch bei dir merken, speichern, dass wenn du wieder dich einloggst, ist das auf deinem Merkzettel hinterlegt. Aber das ist keine wie Erinnerungsfunktion. Achtung, da ist jetzt wieder Lagerware verfügbar, jetzt bestellen, das ist es nicht. Ich glaube, es gibt, glaube ich, ein Plugin, was man einrichten könnte unter Umständen, wo man dann nochmal einen extra Mailer setzt. Dass Ob man das jetzt kann, so super praktisch ist oder so viel Nachfrage hat, weiß ich nicht. Also vermutlich technisch möglich, aber so zum jetzigen Zeitpunkt nein. Zweite Frage. Wenn nicht sofort lieferbar, sie im Shop bestellt, muss gleich bezahlt werden oder erst wenn wieder auf Lager? Gleich bezahlt. Wir machen das alles bei uns per Vorkasse, weil wir haben ja schon ein bisschen Stellung zugenommen. Einerseits bei Umbauten zum Beispiel, wo man ja beim Ausmachen eines Termins für den Umbau eine Anzahlungsrechnung für die Teile bekommt, die ja auch dann gleich zu zahlen ist. Und wir kaufen die Sachen ja auch dann beim Zulieferer ein und bezahlen den dann auch in Vorkasse. Also deswegen ist es auch bei Bestellungen für Teile, die nicht lagern sind, genau das Gleiche. Bei PayPal würde ja auch sofort der Betrag abgebucht werden. Ja. Dritte Frage. ND 280mm Bremse vorne im NB 270mm sinnvoll und eintragbar? Er meint wahrscheinlich den Swap Original ND 280mm Bremse auf NB. Beziehungsweise auf was ist das denn, MBFL Sportiv? Ja, also den Swap mit dieser NB-Bremse haben ja einige gemacht. Das habe ich auf meinem NA, das hat im Prinzip jeder hier in der Firma auf seinem NA oder NB. Aber wenn man schon eine Sportivbremse hat, ist das kein wirklich krasser Gewinn, würde ich sagen. Also man darf halt am Ende des Tages auch nicht vergessen, es ist sicherlich ein Upgrade, gerade wenn man halt so im NA- und B-Bereich guckt, wenn es eine 235 oder 255 mm Bremse ist, ist es ein vernünftiges Upgrade, aber es ist am Ende des Tages, selbst mit vernünftigen Scheiben und Belägen, immer noch eine Serienbremse, die halt auch ihr Belastungslimit hat. Das heißt, man darf am Ende des Tages nicht die Welt erwarten. Ist ein Upgrade, aber ein kleines. Ja, also von der 270 mm würde ich nein, sagen. Nein, das ist Quatsch. Also wenn man es hat, nein, das ist absolut vernachlässigbar. Vierte Frage, wenn zu Frage 3 ein Ja, Scheiben von Stopdeck vorhanden, aber keine Bremsbeläge für vorne im Shop erhältlich. Gibt es die von Stopdeck in Sport? Danke und viele Grüße. Noch gibt es meines Wissens nach keine Sportbeläge für die Vorderachse, aber es gibt einen Hawk HPS. Also HPS 5.0 heißt er beim ND vorne. Der ist vernünftig, der funktioniert im Alltag, der funktioniert auch bei höherer Belastung, ist so ein cooler Allrounder und auf jeden Fall eine sinnvolle Empfehlung, wenn man das so machen möchte. Es ließe sich auch eintragen, gerade die Frage da an der Stelle, das kriegen wir grundsätzlich, wenn es halt vernünftig gemacht ist, das ist immer das A und O. Bei Fragen zu Montagetipps und so weiter gerne mir eine E-Mail schreiben, weil wenn man diesen Swap macht, muss man noch ein, zwei Sachen beachten, um da halt keinen Mist zu bauen, weil sonst kann man da relativ schnell was kaputt machen. Aber grundsätzlich geht's. Wir unterbrechen kurz. Ja, wir sind wieder da. Also falls zwischendurch jemand denkt, wir würden hier das Le Mans 24-Stunden-Rennen fahren, es kann sein, dass der Ferrari gleich gestartet wird. Ich wurde von dem übrigens letztens fast erschossen. Also wenn so ein Ding so eine 1,5 Meter oder 1 Meter Flamme schmeißt und du stehst direkt dahinter mit dem Rücken zu dem Ding,
Da würde ich kurz anders. Also. Mir hat das schon gereicht, als sie das erste Mal angemacht haben und dann noch den ganzen Kies auf den Rädern drauf hatte und die dann durchgedreht haben. Da stand ich nämlich auch hinterm Auto. Auch gut, ja. Und wurde einmal gesandstrahlt. Das ist auch sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, wir waren eben mit der Frage durch. Ja. Okay. Jan K. fragt, fürs Q&A, könnt ihr was zur Performance vom Öhlins im NA sagen? Ist es an der Hinterachse wirklich so hoch, wie man manchmal liest? Sind die Muttern für die Domlage im Lieferumfang enthalten? Danke. Gute, spezielle Frage, die ich tatsächlich so nicht beantworten kann. Müsste ich mir ansehen, ich habe es nicht aus dem Kopf, oder die Frage einmal per Mail schicken, dann könnte Jan sie beantworten oder ich tiger dann, wenn ich an der Mail dran bin, mal hoch ins Lager, mach mal Bilder, guck mir das Ganze an, aber habe ich gerade nicht im Kopf. Also ich habe tatsächlich selbst noch kein Öhlins NA-Fahrwerk in der Hand gehabt. Öhlins Fahrwerk NA. Ja. Immer noch das Problem, dass da hinten zu hoch ist? Nein. Ah. Nicht, wenn du bei uns kaufst. Also das ist Fahrwerk von uns, Öhlins, ist hinten nicht zu hoch und sind im Lieferumfang. Die sind da neue Muttern für die Domlager mit dabei? Das weißt du nicht, oder? Ja, okay, also Zane-mäßig ist es, aber mit Extended Top Mounts von uns kein Problem. Bei uns kriegst du auch mal die Extended Top Mounts mit. Extended Top Mounts im Lieferumfang enthalten. Okay, ich glaube, es ist gerade ein bisschen läppisch hier. Das ist ein bisschen chaotisch. Bisschen chaotisch, ja. Und wie ist es mit der Performance? Welcher Performance? Na, von dem Öhlins-Fahrwerk. Ist der gut? Es ist ein Öhlins, ich bitte dich. Ja, es stand da in der Frage, ich wollte nur weiter. Das ist ein Öhlins, es kostet, was Öhlins kostet. Und dann fährt es halt auch, wie ein Öhlins fährt. Das trifft es eigentlich, you get what you pay. Problem. S.F. sagt, zu Timos Auto. 220 PS auf dem SPS Motorsport Prüfstand, 3 Ausrufezeichen. Auf einem anderen sind es mit Sicherheit weniger. Denke, es werden so um die plus minus 200 sein. Klar, unser Prüfstand läuft gegen den Mond falsch und wir haben auch die Rollen extra dann beim Abtouren festgehalten, um nochmal ein bisschen Verlustleistung rauszuholen, dass die Motorleistung besser dasteht. Ja, Handbremse gezogen. Ja, auch gut. Ja, was hatte Jan gesagt, gestern oder vorgestern waren ND, Serien-ND auf dem Prüfstand? Unser Weißer war auf dem Prüfstand, nagelneues Auto, hat seine Serienleistung ganz normal gemacht. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass die NDs nach unten streuen, die gehen 184, dafür laufen sie zu gut. Jan hat gesagt 186. CT sagt, was euer Karosseriebauer an dem Cosmo geleistet hat, ist schon bemerkenswert. Eine Restauration in solchem Umfang kann heutzutage kaum noch jemand. Das muss man auch mal anerkennend anmerken. Ja, hat er auf jeden Fall recht. Also das, was der René hier immer wieder leistet, Hut ab. Also allerhöchsten Respekt an die Arbeit generell, auch an unser gesamtes Mechanikerteam. Es ist nicht ohne Grund, dass ich nicht unten in der Werkstatt bin, mit zwei linken Händen gefühlt. Ich merke es immer wieder, wie ich dann am Verzweifeln bin, wenn ich selbst schraube. Also das ist echt der Wahnsinn. Und ja, er hat absolut recht. Also das ist echt Wahnsinn. Krass. Fettes Ergebnis. Muss erstmal so jemand machen. Patrick Lenz sagt, hallo, um auf das Thema Q&A 64 Peter Betting einzugehen. Tendenziell finde ich jetzt nicht so frappierend. Eklatanter finde ich eher den Spruch am Ende des Tages. Wird gefühlt von Jan viel öfter benutzt. Auch gerne übrigens von Robert Geis in seinen TV-Soaps. Solltet ihr in euer Spiel gegebenenfalls mit aufnehmen. Ja, die Nähe von Jan zu Robert Geis, so die charakterliche... Nee, ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube, das ist ein bisschen drüber. Es gibt noch so ein paar andere Wörter, die er gern benutzt. Das lag mir auch letztens auf der Zunge. Der ein oder andere, auch ganz häufig. Genau, der ein oder andere. Ja. Der ein oder andere ist auch immer eigentlich in jedem Video. Stimmt. E-Bot fragt, wäre ein Umbau auf 45er Doppelweber-Vergaser machbar anstelle der Einzeldrossel von Genway? Technisch bestimmt, aber sicherlich nicht mit Eintragung. Weil kein Abgasgutachten wird sicherlich auch nicht bestehen. Also ich glaube technisch machbar ja, aber nichts, was man eingetragen bekommt. Ich sehe ja jetzt auch keinen Vorteil. Es ist halt Emotion pur. Ja. Das war's. Mehr als das ist es nicht.
Der Pillemann-Narrator sagt, wo sind eigentlich diese WhatsApp-Gruppen, von denen hier ständig die Rede ist? Fragen Jan, der ist genug, glaube ich, mit drin oder kriegt mit. Ich finde es auch immer ganz lustig, was für Sachen in diesen WhatsApp-Gruppen unterwegs sind. Sticker von uns, von irgendwelchen Gesichtern, irgendwelche Memes, irgendwelche. Und das Neueste, das Beste sind diese Musikvideos. Du weißt, welche ich meine. Ey, Alter, also wer sich die Mühe gibt, Hut ab. Und also wir haben echt gut gelacht, fand ich echt mega witzig. Ja. So, What is Love, Baby Don't Hurt Me, gibt's da den Jan und den Rara Rasputin gibt's mit mir. Das ist saugut. Ich hab mich kaputt gelacht. Oh Mann. Ja. Rally Racing 9 oder Rally Racing, ja, wahrscheinlich Rally Racing einfach. So, Anregungen. Könntet ihr die Fragen nach Typen NA, NB, NC, ND sortieren? Das musst du ja beantworten. Das ist, glaube ich, ein bisschen hart, oder? Ja, vor allen Dingen ist das Video, wird das Video dann komplett aus dem Zusammenhang gerissen oder ich müsste die Fragen vorher vorbereiten. Nee, ich glaube, es ist nicht nur das Sortieren gemeint gewesen, dass man das vorbereitet beim Dreh oder vor dem Dreh, sondern eventuell auch die Fragen, da sind ja die Timestamps, dass man eben ja. Die Timestamps schreibt, für welche Fahrzeuggeneration das ist. Ich glaube, das ist, vielleicht war auch das gemeint, das ich weiß es nicht. Ich denke, mit dem Skippen durch die Fragen durch, mit den Timestamps ist man schon gut aufgehoben, um es halt, sag ich mal, mundgerecht zu sortieren. Ja, witzigerweise sieht man das sehr, sehr deutlich in den YouTube-Statistiken, was ein Frage-Antwort-Video ist und was ein normales Video ist. Weil das so Sprünge macht. Genau, weil da sind überall so Zacken drin. Das hätte ob der Burggraf das gemalt hätte. Eine Zacke. Zacke in Oceanscheibe. Black Sheep Drifter sagt, ich will mehr vom grünen Etwas-Monster, Motor. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass er das will. Ah, es geht weiter. Es geht weiter. Machen kurz bitte die Frage gleich nochmal, der Hafi ruft an. Wie, wo, was? Was? Nochmal? Was brauchst du von mir? So, die Frage nochmal, komm. Bob Bobo fragt, meiner tropft nur, wenn ich ihn vorne aufbocke. Dann aber auch nur 1 bis 2 Tropfen in 3 bis 6 Stunden. Wäre das noch Schwitzen? Habe keinen Ölverlust, dass ich nachfüllen muss. Simmering hinten ist neu. Schätze, dass das die Ölwanne NBFL ist. Das muss der Motor ja raus. Ach, da muss der Motor raus wahrscheinlich. Teure Geschichte. Ja, also... Es ist keine Diskussion, ob da 3 Tropfen, 5 Tropfen, 7 Tropfen oder 1 Tropfen kommt, sondern Tropfen ist Tropfen. Also da ist die Nummer gelaufen. Und wenn der Tropfen auch schon hängt und so kurz davor ist, dann ist das schon zu viel. Das muss halt, also es gibt Schwitzen, wo so ein ganz leichter Film drauf ist, wo schon so Dreck dran hängen geblieben ist, dann ist das meistens so dunkel. Das ist dann für mich Schwitzen und wenn du mit der Hand anfasst, ist es schmierig. Aber sobald das schon irgendwie optisch aussieht, das tropft gleich runter. Ob es den Tropfen jetzt macht oder nicht, das ist keine Diskussion, sondern man sieht den Tropfen da hängen, der will schon sozusagen, der hängt schon, dann ist es zu viel. Also damit würde man auch bei einer Hauptuntersuchung wahrscheinlich dann durchfallen oder unter Umständen durchfallen. Hier sind es jetzt auch letztens gefragt worden, ja, mein TÜV-Prüfer sieht das entspannt. Dein TÜV-Prüfer ist nicht unser TÜV-Prüfer. Ist halt, Auto muss ordentlich sein. Also, ach so, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Jetzt habe ich es auch gesagt. Wir haben aktuell eine Heimschickquote, haltet euch fest, 50%. 50% der Autos, die hier zur Eintragung kommen, schicken wir nach Hause und kriegen keine Eintragung. Oder fallen durch die Hauptuntersuchung durch. 50%. Das ist viel. Das ist richtig viel. Das erschreckt mich auch, aber das ist halt Fakt. Der Pillemann-Narrator sagt, man sollte seinen Benutzernamen immer so seriös wie möglich gestalten. Absolut, da hat er absolut recht. Das war aber auch was letztes Mal. Ich habe das geguckt und ich dachte, was ist denn hier los? Was meinst du, wie du unten saß? PC-Fuzzi fragt, moin, eine schnelle Frage. Kommt der Recaro Podium auch ins Angebot? Wir werden es immer öfter gefragt und sträuben uns noch aktuell. Der Punkt ist halt einfach, der Sitz kostet 2.500 Euro und die Leute scheißen ja schon rum, weil ein Sitz für 1.000 Euro. Also, und dann wird sich aber nicht angekackt wegen dem Sitz für, also wegen der Felge für 700 Euro. Wir bauen einen Sitz ja für 2.500, das passt nicht so ganz. Jo. Mahlzeit. So, lange Frage. Also, die Podiumsfrage
Erstmal nein. Wir werden öfter gefragt, aber ist erstmal nicht geplant. Die Podiumsdiskussion. Die Podiumsdiskussion, ja. Mhm. Lange Frage von Yannick T. Was? Zumindest habe ich nicht da. Ja! Ja, ich weiß. Warte mal, ich komm. Das war eine kurze Begleitung. Also, heute ist sehr chaotisch. Also, das ist gut. Das heute? Fragezeichen. Ja, die Frage ist berechtigt heute. So. Weg. Ja. Yannick T. Yannick T. Apropos. Noch. Nee, ich habe keinen Kaffee mehr. Oh, oh. Ja. Hey SPS-Team, Frage fürs Q&A. Ist es möglich, per Abstimmung /Software dem ND2 G184 ein bisschen mehr JDM-Emotionen vom Sound her zu geben? Fahre bereits einen Fächerkrümmer und HJS-Cut von euch, der in eine Kombination aus ATH-Vorschalldämpfer und ATH-The-Box geht. Bei Fahren unter Last gefällt mir der Sound sehr. Jedoch wäre ein bisschen Knallen beim Schalten, ein harter Rev-Limiter oder eine gewisse Soundkulisse, wenn man aus dem Gas geht, das i-Tüpfelchen für mich persönlich. Ich kann mir vorstellen, dass sich gewisse Puristen bei sowas im Grab umdrehen, aber mir gefällt so etwas. Kleine Zusatzfrage noch, welche mehr oder weniger genau in die Richtung geht. Der ND2 macht im warmen Zustand einen unangenehmen Gasstoß beim Starten. Ja, ich mag zwar den Sound, und es darf ruhig etwas lauter sein, aber jedes Mal, wenn man von der Tanke fährt, hört sich das an, als würde man extra mit 3000 Umdrehungen starten. Im Internet schwirren Tipps rum, dass man unter anderem im Rückwärtsgang starten soll, um diesen Gasstoß zu vermeiden. Anscheinend funktioniert dies jedoch nicht mehr bei dem ND2. Ist es möglich, dieses Verhalten zu dekodieren oder kennt ihr eine andere Lösung? Habe vor, im nächsten Sommer für die 200 oder 220 PS Abstimmung und Nocken vorbeizukommen. Vielleicht ist bis dahin die ND2 ITB auch schon fertig und kommt direkt mit in die Einkaufsliste. Danke und macht weiter so. Okay, große Frage, viele Fragen. Ich spinne das Ganze, glaube ich, mal von hinten auf. Ja. Die Frage mit der hohen Drehzahl beim Starten, ich wüsste nicht, dass man das rauskodieren kann. Ist uns auch ehrlich gesagt noch nie gefragt worden. Hat aber auch einen technischen Vorteil tatsächlich, kurz mal so hoch zu drehen. Tatsächlich hast du halt dann vollen Öldruck mal kurz und hast halt überall mal an alle Schmierstellen kurz mal Öldruck gegeben, sodass dann das ganze Öldrucksystem halt, also das ganze Ölsystem unter Druck steht. Ich meine, klar, der ist in dem Moment auch immer einen Ticken lauter, ne? Gerade wenn es ein Kaltstart ist. Ja, er ist halt laut wegen dem Hochdrehen und er ist laut wegen dem Kaltstart, weil das halt von der Programmierung Nachzündung geht, um den Katalysator vorzuheizen. Und dieses Nachzünden oder dieses In-Nachzündung gehen ist halt unglaublich laut. Also es ist, wenn er dann mal dieses Programm zu Ende ist, wird er sehr, sehr leise im Leerlauf. So, dann hatten wir dann den JDM, also den harten Rev-Limiter. Das tatsächlich, das geht. Wir hatten jetzt letztens erst das Auto vom Sebastian hier, hat Nockenwellen gekriegt, hat aber vorher schon Abgasanlage und Abstimmung gehabt auf dem G184. Und dann mit der Abstimmung von uns hast du einen harten Rev-Limiter da. Und das klingt auch echt geil. Also gerade seiner der hat einen Fox Endschalldämpfer auf jeden Fall, den eins links, eins rechts, diesen Gen 4 heißt er, glaube ich. Und ich müsste jetzt gucken, ob es ein Friedrich oder ein Fox Mittelschalldämpfer war. Natürlich dann noch mit Fächerkümmer, halt S-Cut, alles zusammen eingetragen. Ich bin mir nicht sicher, welcher Mittelschalldämpfer, aber geiler Klang, hat echt Fates gemacht, auch Drehzahlbegrenzer, schöner Klang. Was nicht geht oder was vielleicht technisch geht, aber wir nicht machen, ist dieses Schubknallen. Da wollen wir uns auch ja, nicht distanzieren, aber Sven macht das gern mal, wenn ein Kunde das unbedingt möchte, bei einer ANB auch frei programmierbar. Aber wir wollen es nicht mehr in CND, im ND1 ging das auf jeden Fall technisch. Nur hat es halt Katalysatoren zerstört, die originalen, und sonst ist es keine Option, die wir so anbieten. Ich weiß nicht, was sonst mit JDM-Sound gemeint ist, er hat es ja kurz erklärt. Also das ist erstmal so nicht vorgesehen und wollen wir auch nicht. Ja, The Stance Helix sagt, TÜV-Termine wegnehmen ist wie Impftermine nicht absagen. Da gab es ja so eine krasse Diskussion in der Politik, ob nicht Leuten, die einen Impftermin
nicht absagen und nicht hingehen, also einfach dann den Platz blockieren, aber nicht hingehen, ob man denen nicht eine Geldstrafe geben soll. Krasses Statement. Gibt's, ich habe da auch eine Meinung zu, aber das lassen wir jetzt hier. Und ja, es ist für die einen oder anderen hart, das habe ich wieder gesagt. Und das wird noch richtig Diskussionen geben. Weitere. Jo, die Leute, die wir bisher heimgeschickt hatten, hatten noch nicht das zahlen müssen, weil sie diesen Leitfaden nicht hatten. Aber den schicken wir jetzt aktuell extrem viel raus. Und ab da ist er verbindlich und ab da gilt die 180-Euro-Nummer. Der Punkt ist halt der, wir haben den Aufwand hier vorzubereiten. Ihr müsst verstehen, wir kommen jetzt aktuell 6 Uhr morgens tatsächlich hier an. Gucken, okay, welche sind denn die TÜV-Termine heute? Ah, okay, zu dem TÜV-Termin ist das und das und das wird eingetragen. Ah, okay, das und das und das ist mit Gutachten von uns, das haben wir hier. Okay, also Ordnerwälzen. Wir haben hier 2 Schränke hinten voll mit Ordnern, mit Gutachten. Sortiert nach Zweck, nach Fahrzeuggeneration, nach Felgenart etc. etc. Und dann fängt man an, sortiert, macht und tut und dann geht dann halt mal so entspannt eine Stunde morgens, halbe bis eine Stunde drauf, je nachdem, wie viele Eintragungen sind und so weiter und so fort. Dann kommt jemand hierher, sagt, ja, hier, ich bin zur Eintragung da überhaupt und okay, alles klar, das läuft dann und dann wird die Mappe fertig vorbereitet, entweder mit weiteren mitgebrachten Gutachten oder halt der Fahrzeugscheinkopie. Dann ist irgendwann der Prüfer im Haus oder er ist vielleicht schon im Haus und das Auto wird reingefahren. Der Monteur macht das, ich bin dann noch unten mit dabei, der Monteur ist sozusagen die unterstützende Hand am Auto, ich bin die unterstützende Hand beim Prüfer an der Mappe, an den Gutachten, an dem besprochen wird. Morgen. Und dann machen wir, tun wir, haben wir Aufwand, haben wir Aufwand, haben wir Aufwand und irgendwann, oh, hier haben wir ein Problem. Geht nicht, weil dies, weil das, weil jenes. Irgendwelche Auflagen nicht eingehalten, irgendwas passt nicht, irgendwie technischer Zustand vom Auto nicht in Ordnung. Zack. Da ist Zeit von mehreren Leuten zu Hauf ins Land gegangen und ja, was ist mit dieser Zeit? Und der Prüfer berechnet uns die Zeit, wir sind das Geld auf jeden Fall los. Ja, und dann? Und du sortierst die Gutachten wieder schön zurück? Ich mach das nicht, das macht tatsächlich die Jacqueline. Ja. Wir haben da so ein Fach, wo wir dann die ganzen Gutachten hinlegen und sie fängt sie an, wieder einzusortieren. Da ist wieder jemand beschäftigt, der das macht. So, und jetzt kann man halt dann sich überlegen, gut, 5 Eintragungen geplant, 5 Eintragungen fahren nach Hause, du hattest da mehrere Stunden Aufwand irgendwie und hast nichts dafür verdient, gehabt. Sondern hast nichts Geld dafür ausgegeben. Hast dafür einfach nur Geld ausgegeben. Das ist halt, das geht ja halt nicht mehr. Das ja, ist völlig verständlich. Also, aus meiner Sicht. Duke X sagt, fürs Q&A, hallo, würde gerne Recaro Podiumsitze im NB verbauen. Kann ich die bei euch bestellen und habt ihr zu dem Sitz Infos bezüglich Größe, Breite, Passform für den MB, passen SPS-Sitzschienenadapter von den anderen Recaros, Eintragungen etc.? Danke. Wir hatten es gerade eben mit dem Podium, also erstmal ist es nicht irgendwie abzusehen, dass wir den anbieten wollen oder werden. Was, wo, wie passt und nicht passt und funktioniert und nicht funktioniert und eingetragen kann, werden kann und nicht kann, keine Ahnung. Wenn sich jemand die Mühe machen will, unsere Konsolen da dran zu adaptieren, unsere Konsolen kommen mit Materialnachweis. Ich weiß nicht, ob der Podium irgendwie mit einem Teilegutachten oder einer ABE kommt. Ein Pole Position hat's, der hat eine ABE. Und ob es irgendein anderer TÜV-Prüfer oder irgendeine andere Prüfstelle das Ganze einträgt, keine Ahnung. Bin ich überfragt. Wenn von uns der Materialnachweis da ist und der Podium mit einem entsprechenden Gutachten kommt, kann es vielleicht bei anderen Prüfstellen klappen. Wir sagen da erstmal nichts zu oder sind da erstmal raus. Wie gesagt, das ist auch einfach mal ein 2.500 Euro-Sitz. Es ist ein 2.500 Euro-Sitz und dann brauchst du meistens noch 2 davon. Also insgesamt 2. Ja. Also das ist, da hast du meist, also gerne mal, weil du zum Beispiel NB genannt hast, kann ja sein, dass es ein sehr schöner, gut erhaltener NB ist, aber meistens kosten NB so viel wie 2 Podiumsitze. Da kannst du überlegen, da kannst du auch einen Bus mit Sparkurs-Sprint ausstatten. Das ist ein recht treffender Vergleich. Ja, einen kleinen Bus, aber einen Bus. Ja. Muss man für sich entscheiden. Ja. Nils Neuhaus fragt, hallo zusammen, Frage fürs nächste Q&A. Ist es möglich, sich ein Kompressor-Kit für den NC selbst zusammenzustellen? Ein Eaton M62 zum Beispiel aus dem Benz genommen, der wird ja im Flying Miata-Kit auch verwendet und dann die restlichen Teile zum Beispiel aus eurem Shop zusammengestellt. Der Kompressor sollte ja mit das teuerste Teil aus dem Kit sein. Du kannst es technisch machen, aber du kriegst es nicht eingetragen. Punkt ist, wir haben für diesen Kompressor kein Abgasgutachten, wir haben kein anderes Gutachten. Wie sollen wir denn
prüfen, ob damit Euronorm und so weiter eingehalten ist. Geht nicht. Leider nein, leider gar nicht. The Living Death fragt: Hallo und kurze Frage zum Strebenvideo. Unterboden- und Hohlraumkonservierung habt ihr gemacht? Welches Material? Der Unterboden glänzt golden als Omas Sonntagsporzellan. Das ist tatsächlich Mazda ab Werk, weil das Auto ein Neuwagen ist. Der ist wirklich erst seit ein paar Wochen hier und ist so von Werk, beziehungsweise nicht ganz richtig, von dem Importeur in Deutschland, der Mazda-Importeur, also wo die Fahrzeuge alle ankommen, da wird das dann professionell auf so einer Unterboden-Wachsstraße mit so einem Laser fährt es da ab und macht das wirklich ultra präzise. Also wenn man sich das wirklich mal genau ansieht, da ist kein Wachs hingekommen, wo es nicht hingehört. Beispielsweise der Auspuff ist ja nicht voll gewachst, weil das wäre ja auch Quatsch. Der wird ja sofort alles stinken, verbrennen, sonst wie. Das ist schon wirklich sehr, sehr krass gemacht und das ist inzwischen Standard bei Mazda, dass die Autos das beim Import, wenn sie vom Schiff runterkommen, dann durch so eine Straße durchfahren. Das ist noch nicht in Japan im Werk. Aber wir können Hohlraumkonservierung machen, grundsätzlich, nur nicht so. Also das können wir nicht. Wir können das klassisch, ganz klassisch. Lispec fragt zum Video Gewindefahrwerk im neuen Mazda 3. Hat der neue Mazda 3 als Serie die Gewindefahrwerk? Ich konnte keinerlei Infos diesbezüglich finden. Nein, das ist ein Nachrüstfahrwerk. Es ist von Silver Suspension ein Gewindefahrwerk zum Nachrüsten. Der Mazda 3 hat serienmäßig einen ganz normale Stoßdämpfer, ganz normale Feder, wie andere normale Autos auch. Roman Hendrik fragt zur kurzen Hinterachse im ND G184. Übersetzt ist er damit ja aber schon sehr kurz. 3600 Umdrehungen mit 120 bedeutet ja für die V-Max 220 km/h bei 6600. Interessant wäre der Vergleich, was dreht er mit der Serienachse? Bei 130, 120 oder bei der 220 km/h Geschwindigkeit? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, also du drehst auf jeden Fall mit Serienachse weniger. Man könnte jetzt ausrechnen, wie viel die Serienachse sind, ist eine Übersetzung von 2,8 und wir wechseln auf 3,45. Das könnte man mit Verhältnissen gerade ausrechnen. Ich habe gerade keinen Taschenrechner zur Hand. Habe ich nicht im Kopf, aber es ist ja auch zweckgebunden. Wer mit seinem ND viel Langstrecke, viel Autobahn fährt, auch höhere Geschwindigkeiten und sonst halt, also das ist die Kernfahrstrecke, dem würden wir auch niemals eine kurze Achse empfehlen. Es geht um die Leute, die das Auto wirklich nur nutzen zum Passstraßenfahren, Landstraßenfahren, Trackdayfahren, einfach nur die kurze Kurven hat, wo es gar nicht irgendwie um hohe Geschwindigkeiten geht oder um Langstreckenkomfort. Da ist die kurze Achse für vorgesehen von ihrem Zweck und da macht sie ihr Ding auch wirklich gut. Also es ist immer wieder ein Genuss, mit einem Kundenfahrzeug mit einer kurzen Achse hier eine Probefahrt zu machen, um zu gucken, ob da bei einem Umbau alles passt. Das macht so viel Spaß. Auch unser weißer ND kriegt jetzt auch eine kurze Achse. Also werden jetzt immer wieder gefragt, haben wir wieder einen Vorführer-ND? Das ist ja der Vorführer-ND, aktuell mit roten Pole-Positions drin, im weißen Auto, sieht echt krass aus. Race T 37, ist so ultra JDM halt. Race T 37 Felgen in 8x16 ED25, das ist die Felge in dem Maß. Mit dem Toyo R888R 205 50R16 mit unserem neuen Silvers-Fahrwerk drin, mit den ganzen Hardways-Unterbodenverstrebungen, dann mit der kurzen Hinterachse. Er kriegt auch Fächerkrümmer, Cut und Auspuff, also Abgasanlage komplett. Und ich meine, es sollen auch noch Nockenwellen rein. Er kriegt ein schickes Lenkrad, das weiß ich. Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube, da habe ich die ganzen wichtigsten. Ah, stimmt nicht. Überrollbügel und Vierpunktgurte. Da kommt was. Es ist etwas später. Wir sind unterbrochen worden. Ich habe auch meinen wunderschönen Kapuzenpulli ausgezogen. Ist gerade warm geworden. Wir sind in einer Frage, glaube ich, unterbrochen worden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir nicht gemerkt. Was war denn das Letzte? Das war der G184, glaube ich, mit der Übersetzung. Kurze Achse, habe ich was dazu gesagt, wie ich das gern fahre und dass es zweckgebunden ist. Ja, genau. Aber okay. Da warst du eigentlich durch, ne? Kann sein. Ja. Dann sind wir aber danach unterbrochen worden in der Frage, das weiß ich. Wir sind safe vorhin bei der Achse unterbrochen worden. Ich habe noch irgendwas sagen wollen, weiß ich nicht mehr was. Also, kurze Achse, gut, wenn richtiger Einsatzzweck. Merken wir uns das. Ansonsten... Was ist denn da unten? Der Schimpanse ist wieder ausgehüpft. Der Schimpanse ist rausgehüpft.
Ich weiß es nicht. Das Video ist so chaotisch. Also ich glaube, das ist eines der chaotischsten Videos seit langem. Aber ist ja auch sympathisch. Also hier geht die Post ab. Hier steppt der Bär. Streber sagt, cooles Projekt zum V6ND. Ich finde allein die Farbe mit der Radreifenkombination super. Erinnert an das neue Shark Blue von Porsche. Ja, stimmt, hat er recht. Ähnlichkeit ist da. Das war's. Ah, das war's, okay. Das ganze Chaos hat den Schluss aufgehoben. Scheiße. Oh Gott, ey. Also, mal gucken, wie lange die Nummer hier noch geht. Ja, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 7. Wir haben 7:15. Also die Uhr geht ja jetzt richtig. Die ist ja Sommerzeit gestellt. Ja. Im Sommer geht die vor. sind eine Weile hier schon. Also ich bin auf jeden Fall eine Weile hier. Ja, okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder geschafft. Und ich sage vielen Dank für die vielen Fragen. Immer weiter so. Und lasst ein Like da. Abonniert und macht die Glocke an. Jetzt machen wir hier richtig den YouTuber. Genau. Ja, und stellt weiter fleißig Fragen. Ansonsten, wie gesagt, per Mail kann man sich immer bei uns melden, wenn was unklar ist. Gerade beim Thema TÜV, ich kriege das immer mehr mit. Viele Leute, die sind verunsichert, die fragen nach. Und ich muss auch eins sagen, hier sind echt viele Leute inzwischen, die fragen nach, die schicken Bilder, die machen das genauso, wie wir sie darum bitten. Danke. Also da muss ich echt Danke sagen, geil, so macht es Spaß, weil dann hört sich das schon so am Telefon oder in der E-Mail, sieht das alles vernünftig aus und da freut man sich, jemanden hier zu begrüßen, dass das Ganze auch funktioniert, finde ich top, also weiter so und wie gesagt, wer sich unsicher ist, hat eine Frage, oh geht das hier, geht es da, muss ich hier aufpassen, wie viel Tropfen darf der Tropfen, ruft an, stellt Fragen, ist völlig in Ordnung, dafür sind wir ja da und dann klappt das alles schon irgendwie. Bis dahin sage ich, ciao. Um das Chaos vollständig zu machen, gerade eben, als wir abgebaut haben, haben wir gesehen, dass da noch eine Frage reingekommen ist. Die ist, denke ich mal, recht aktuell, deswegen schieben wir sie gerade nochmal rein. Da unten ist noch Tohu wa Bohu. Und zwar, bitteschön. Ja, ob noch Japan Racing Felgen eingetragen werden können. Also, viele haben es gesehen, mitbekommen, wir hatten kurze Zeit Japan Racing Felgen und Roter Felgen nicht mehr bei uns im Onlineshop. Die sind wieder dünn, ganz normal. Und wir hatten da ja eine Lösung angekündigt, wie wir das in Zukunft machen wollen. Die Lösung ist noch nicht so weit. Wir machen jetzt erstmal mit dem weiter, wie wir es vorher gemacht haben. Aber die Spielregeln sind halt da relativ einfach. Sind die Japan Racing Felgen nicht bei uns erworben worden? Sind sie, weiß Gott, wie über Umwege gebraucht, organisiert worden? Vielleicht von einem Kunden von uns abgekauft und kommen von uns oder auch nicht? Ich weiß es nicht. In solchen Fällen gibt es eine Einzelfallentscheidung, da müssen wir gucken, aber ansonsten pauschal roter Felgen nicht von uns, Japan Racing Felgen nicht von uns, werden hier nicht eingetragen. Machen wir nicht mehr, hat zu viel Probleme verursacht in der Vergangenheit, deswegen waren sie auch unter anderem komplett draußen. Aber das Problem ist, wir haben selbst gemerkt, das schränkt uns halt auch im sag ich mal, Personalisieren von Autos für Kunden, für Angebote schränkt uns das extrem ein, das funktioniert so nicht und deswegen geht es da jetzt erstmal weiter. Aber wie gesagt, alles, was nicht von uns ist, Japan Racing Roter, bitte fahrt woanders hin. Da hat jetzt letztens sogar noch eine Adresse oder eine Firma auf YouTube recht groß verkündet, dass das alles jetzt bei denen möglich wäre. Sucht mal auf Facebook nach dem Thema, gibt es mal da ein. Ihr werdet da Posts finden von Firmen, die dazu Aussage treffen, was da bei denen geht und was bei denen nicht geht. Für die seid ihr vielleicht dann der in solchen Fällen bessere Ansprechpartner. Bei allen anderen, wie gesagt, Felgen über Umwege kommen vielleicht doch von uns. Wir können da nicht pauschal eine Entscheidung treffen. Das muss im Einzelfall geschaut werden. Schreibt uns eine E-Mail. Und dann ist das auch alles kein Problem. Aber das, was bei uns im Shop ist, MX-5, Mazda, wie auch immer, ihr habt es bei uns gekauft, ihr kriegt es selbstverständlich bei uns eingetragen. Jo, das als abschließendes Chaos-Schlusswort. Das hat sich gerade aufgehängt. Es hat kein Internet mehr. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Könnt ihr mal kurz 5 Minuten leise machen? Hallo? Die Musik, 5 Minuten. Ich sag mal auf. Danke. Danke. Okay, können wir uns hin? Dankeschön! Hitler! Was ist das? Ich tanze rum. Ich glaube, mein Mikro ist aus.
Nee, dein Mikro ist aus. Ah, okay, also das gibt einen zweiten Versuch.